Hi, hier ist der fremde Kämpfer. Es sei mir eine Ehre und Matze verlinkt mich dann bitte mal in die Beschreibung, okay? Jo. Mein Vater Kirito und Noelle ist auch mit dabei, wenn ich den finde. Was geht, was geht? Ich bin hier Hochstapler. Alle schon mal zu mir tanzen und klatschen. Ja, ich dachte, wir machen Tiefstapel. Ach nee. Ich bin Agent. Ja, Noel, klar. Das glaube ich dir. Hm? Das glaube ich dir auch, Mario. Ich glaub, wenn ich sterbe, ist es eins. Wenn ich sterbe, ist es eins. Pff. Hallo? Wenn ich sterbe, ist es aber eins. Wenn ich sterbe, ist es eins. Das darf man doch wohl sagen, ihr, oder? Ihr kennt ja die Regel immer noch, wer tot ist, darf hier nicht reden, aber ich denke, der ja, seit bis ja das. Aber man darf wenigstens sagen, wenn man noch lebt, wenn ich sterbe, ist es der und der auch, wenn man noch lebt. Das darf man natürlich. Ich meine, schlussendlich, wenn man alle komplett hätte, wäre es ja was anderes. Matze, kannst du mich auch verlinken? Okay, es sind mehrere Leute. Matze? Ich meine, ich denke schon, dass ich Matze verlinken kann. Das müsste nicht das Problem werden. Wenn ich sterbe, ist es 3? Kirito, Matze ist glaube ich tot. Ja, das könnte gut sein. Wow, Kirito ist es! Ich hab's gesehen, Kirito! Hey, du hast ihn vor meinen Augen getötet! Okay, jedenfalls weit trau ich jetzt nicht über den Weg. Also echt jetzt. Ich hab's gesehen. Ja. Wen traue ich jetzt am weniger? Noel oder Kirito? Was ach, ist schwierig heute. Ist schwierig heute. Okay, Mario, mach Hügel. Dann hau ich mal eine runter. Okay. Das ist ein Angebot, das nehme ich. Das Angebot nehme ich. Ich schaue mir richtig an rein, so dass sie. Lass es hören. Gut, das will ich hören. Wenn ich nicht Imposter bin. Wenn ich Imposter bin. Und wenn du Imposter bist, haust du eine rein. Wenn jetzt Kirito nicht Imposter bist, dann haust du eine rein. Gute Wahl. Und Kirito ist ein Poster. Der war mal zumindest ein Versuch. Kirito, das war ein bisschen. Bam, ich kriege ihn aber weg. Aber schön, dass ich Matze noch töten konnte. Dame Matze, Junge. Mario, das habe ich gesagt. Ich hätte nur Noel getötet, aber egal. Wieso? Ich bin kein Imposter, ich hab's dir doch gesagt. Ich sag, ich hätte Noel getötet, weil Noel zu clever ist. Mario ist, glaube ich, auch ein Poster. Nein, ich versuche gerade hier das Ding anzuzapfen, aber ich bin so blöd dafür heute. Wenn ich sterbe, ist es 7. Das siehst du, ich bin unschuldig. Das hätte ich längst nicht killen übrigens, können. Und danke, dass du mir vertraut hast, dass Kirito ein Poster ist. Ja, ne? Wenn ich jetzt eine runterhauen müssen, denk dran. Ja. Ich hätte es so runterhauen. Ich hätte es auch sehr gern gehört. Oh. Oh, 4 ist bei mir. 1 ist bei mir. Wenn ich sterbe, ist es 4 oder 1. Also einer ist Imposter. Der macht ein Stirbgeräusch. Der macht ein Sterbengeräusch. Das darf man ja machen. Ich mach das beste, was es gibt. Pass auf. Gut. Ich mach auch noch ein gutes Sterbengeräusch, wenn ich sterbe. Das werden die laut hören. Na gut, laut nicht, aber ich gebe mir Mühe. Übrigens, Mario, was ich herausgefunden habe, umso mehr Aufgaben man macht, umso mehr EP bekommt man. Ich habe mal über 30.000 XP bekommen. Gut, so kann man sich auch natürlich fortbewegen. Matze? Ach, ich brauch vier solche Dinger. Moment, kannst du dich anders fortbewegen? Ja, Kirito ist auch tot und redet.
Kirito? Ich wollte nur kurz deine Meinung. Ich habe mich gerade gewundert, wie du meinst mit Fortbewegen. Deswegen wollte ich kurz fragen. Es sind zwei Leute. Einer macht einen Pogo-Stick hier aus Langeweile. Okay. Die Frage ist nur. Aber Kirito, ich gebe dir mal einen kleinen Tipp. Stell Kanin vor der Nahrung, der hat lieber Charlie Party machen müssen, sodass ich das nicht gesehen habe. Du darfst doch nicht so lange stehen bleiben. Fragment und einfacher zu sagen. Überlegen. Die beiden sind tot, du musst überlegen. Ich hab also. Die 10. Noel. Okay. Nein, ich bin Nummer 2. Ich hab mich Nummer 2 hat Nummer. Nur eine Aufgabe erledigt. Doch, okay. Ich habe Aufgaben überledigt bei Sturm. Du bist Nummer 10, Noel, Nummer so viel. Nummer 2 hat 9 kein... Imposter. Trau ich dir 9 Leute oder ist nämlich 9 Leute die 2? Die 2 hat Noel verdächtig. War zum komisch, aber. Wisst was? Ich nehme die 9. Ich habe Sturmkontrolle. Ich habe die ganze Zeit. Ich nehme die 9, wenn es nicht die 9 ist, ist es die 2. Da macht die 2 gerade einen Big Boy Move. Keine Sorge, 9, ich rächte dich, wenn es die 2 ist. Ohne Witz, ich war's nicht. Ich Noel, wenn es nicht die 9 ist, ist es die 2. So mal merken. Ja, okay, dann ist es die 2. Wollen wir dann sofort nur Teufelsprechung machen, der kann den 2 nicht sofort töten. Oh, deswegen. Mann, schade. Aber die 9 ist raus. Bam. Ich hab doch gesagt, ich war's nicht. Danke, das kriegst du noch zurück, Kirito, das schwöre ich dir. Und ich bin leider nicht gestorben. Juhu! Okay, ich bin dafür noch mal eine Runde Spaßes halber. Ja. 19k bekommen. Nur weil ich halt gehofft habe, nicht hochsterben. Willst du den Stream beenden? Nee, der Stream. Ihr kriegt halt noch dadurch einen Bonus mit. Solange bis mein Handy halt dann ausgeht. Matze, kannst du mich denn auch verlinken? Was ist hier? CDU-Video, okay. Ich bin bereit. Ich hab das schon erklärt. Schau dir den Anfang des Streams an, wenn okay, du genauer wissen willst. Obwohl, nee, Matze. CDU interessiert mich nicht. Alles gut. Wenn es politisch ist, halt sowieso nicht. Hä? Wäre cool, wenn du mich auch verlinken könntest. Ja. Danke. Mm. Bitte, mach 9 Euro. Bitte, hier. Du hast nicht gesagt, danke. Dass du jetzt hol ich mir ein Eis. Nein, das mach ich nicht. Spaß. So, ist halb 11. So. Das ist. Kennt ihr dieses eine Video? Umarmung. Oh, ich umarme mich mit Muham. Das war schön. Ah, heißt jetzt Corona. Und ich umarme mich trotzdem. Darf jetzt mal ein Phantom sehen. Mario, willst du mit tanzen? Warte. Los geht's. Ich finde den Tanz cool. Guck mal, Zack S. ist glücklich. Zack S., wir haben einen Fan. Der Fan ist Coolio. Coolio. So. Kennst du Coolio? Kennst du Coolio? Der Gangster Paradise. Sagt. 6 wollte ich sagen, mein Fehler. Der macht aber lauter Sterbe. Ja, mach ich. So, das ist die Aufgabe. Sicherungsaufgabe krieg ich jetzt, alles klar. Oh, Banane! Banane! Ja, darf ich mir auch gerade ernsthaft. Okay, bei mir ist. Wenn ich sterbe. Ja, da machen richtig lautes. Mach ich. Oh, jetzt sind gerade 2 Bananen. Ich weiß aber nicht, wer davon Imposter ist, wer einer dabei sein sollte. Ab nach oben, da ist die nächste Aufgabe. Oh, das sieht cool aus, wenn da eine Fehlermeldung ist. Okay, Matze ist direkt vor mir. Wenn ich sterbe, ist es Matze. Ja, wünsche viel Spaß. Oh, die 6. Die 6 ist gerade mehr entgegenkommen, aber es bringt über mich weg wie ein Flitzer. Okay, wie ein Känguru, so rum. Ja. So, was darf ich jetzt kaputt oder reparieren? Das ist aber ein bisschen Beute.
Fette Beute, fette Beute! Jeder was im Container? Lol, ich bin immer noch in Container. Lol, ich bin fast bei meinem Aufgabe-Zielort. Danke, schön. Der Telefon dachte, diesmal war es eins gebracht. Hawaii Pizza Psycho. Oh nein, Noel ist gestorben! Weil ist denn der gestorben? Du hast ein Sterbgeräusch gemacht. Hab ich nicht mitbekommen. Nee, ich habe auch nichts gehört. Zack, es ist Imposter, sagt Muhammad. Okay, traue ich ihm? Ja, komm, ich vertraue die 6. Warum nicht? Wenn es nicht die 7 ist, dann töte ich die 6. Moment, er will gewotet werden? So, ich setze mich hin und genieße die. So. Ah. Wo war 7? Ja, Matze, das freut mich auch. Oh, warte mal, die 7 war, die kam mir entgegen. Ich weiß auch nicht mehr, war unten in der Kontrolle oder. Keine Ahnung, ich weiß nicht mehr. Hauptsache, tschüss. Eben fragen. 6 hat sich selbst gemeldet. Nee, Sack ist, das glaube ich aber weniger. Ich will die 7. Wenn ihr willst, mir egal, die 7 ist raus. Hallo? Tja, ja. Und weg Nummer 7. Wenn Nummer 7 jetzt nicht ist, ist es die 6. Na, was ist? Ich weiß nicht, über welchen Hunger ich bin. Okay, 6. Gold 6. Du bist nächste Runde raus. Nein. Einer war. Ich gehe wieder in die Kantine, wenn ihr mich sucht. Gut, ich hole jetzt oben links meine Aufgabe bei der Wartung. Keine Frage, leben noch zwei genau. Imposter? Ja, leben noch zwei, warum? Vermutlich. So, und jetzt möchte ich gerne die Aufgabe erledigen, ohne dass ich überrascht werde, überrannt werde oder sonst irgendwas. Oder geteleport werde. Gut, das Bananen ist noch schlimmer, aber. Oh Lord. Ja. Matze. Matze. Es war Matze. Matze und 6, oder? Es war der nein, Matze und 5. Matze und Felix. Hast du dich bei Kirito gereicht? Ja. Ja, hat er. Geil! Aber es war die gleiche wie gestern. Es war die gleiche wie gestern. In der Hinsicht, eigentlich müsste ich dich nochmal töten und das wäre auch gleich eine Chance. Das ist immer Retourkutsche, Kirito. Das war eine coole Retourkutsche, genau, Noel. Matze, du kriegst es sowas von zurück. Ich werde dich dafür in die Hölle der ewigen Verzeihung. Müssen wir noch eine Runde aufnehmen? Wir müssten mal Noel und Mario mal dran kriegen, Kirito, wenn wir das nächste Mal sind. Wieso uns beide? Wir haben euch nichts zu sagen. Erst deswegen, jetzt willst du mal mit ich kommen, Imposter. Ja, gut. Jetzt aber Ausnahme. Am besten Mario? Gleichzeitig. Ja, am besten wir gleichzeitig. Wir gehen sofort Matze. Matze und Kirito gehen wir dann zuerst. Was? Kein Problem, ich dabei. Nee. Hey, ich bin im Stream, ich muss doch ein bisschen leben, um ein bisschen reden zu können. Nein, hast du Pech, du hast gerade uns das Herz, Kirito. Nein. Hey, komm schon. Wenn einer von uns im Post wird, ist einer von euch beides erst tot. Sag ich, verspreche ich euch jetzt schon. Nee, das ist so auffällig. Dann wissen wir, weil dann wissen wir genau, wenn wir als erstes voten dürfen. Ja. Mieser werde ich im Post werden, das werde ich meistens nie. Ausnahme war gestern. Heute habe ich ja Pech. Dritte Runde, kein Imposter wetten. Ich wette 5 Wochen, dass ich kein Imposter werde. Bei diesen. Man kann in Übrigen zusammen tanzen, nur als kleine Info, wenn man ein gewisses Mord hat. Kann man. Wenn es geht. Und mein Aufgabe ist gleich hier unten. So, ganz easy. Danke. Ich bin bei Zeckentypen. Die ganze Zeit. Und will mich nicht mal gehen lassen. Ich würde dich jetzt schon längst killen, Kirito. Ich hätte mich kein Problem, wenn das Knöchel machen würde. Ich drücke doch die ganze Zeit die Taste. Doch, der Kuh, dann ist schon längst rum. Jetzt. Ich drücke die ganze Zeit die Taste. Guck mal. Hat so jemand? Okay. Ja, auch so jemand. Aber wie seid ihr? Okay. Hätte ich nicht gehen können, Kirito.
5 das stimmt. Mark. Und ich will auch deine noch erledigt. Noch erledigt. Der Wunder ist schon längst vorbei. Ach komm schon. Anonym, wir okay. Wollten 9 raus, wir wollten 9 raus. Nein, es sei denn, es ist jemand gestorben. Nein, es ist keiner gestorben. Doch. Noch einer. Schrank. Runter. 3 ist ho- 3 ist auch, ist Imposter, sagt 9. Okay, dann stimme ich mal für... Nein, nein. Die 9 ist unschuldig, sagt die 3. Ja, gut, Nummer 3, dann bist du eben raus, wenn du dich nicht verteidigen willst. 3 hat nichts getan. Ja, keiner. Guck mal, der lacht sogar. Nächste Runde. Ich soll eine Besprechung einrufen, den rausgehen lassen. Lala kann sich selbst vertrauen, Lala. Nein, vertraut mir halt das. Vertrau mir. Ja. Wollen wir nächste Runde, wenn es nicht 3 ist, 9 rauskicken? Der hat gerade echt gelacht. Was voll ein Geist. Es kann auch sein, dass auch die 9 sein. Aber ich habe die 3 gewählt. Die Mehrheit entscheidet. Wieso wurde zugewählt, Kirito? Eine 1. Wurde gewählt von der 1. Okay. Die 1 hat Probleme mit Kirito, merkst du? So, Nummer 3, raus mit dir. Egal, ob du Post bist oder nicht. Doch, bist du. Weg. Nee, das... Also, wenn mein Bauchgefühl jetzt richtig liegt, müsste es entweder Nummer 9 oder Nummer 1 sein. Einer von beiden, auf jeden Fall. Gib ich dir recht. Ich hab meine Nummer gesehen, ja. Wollen wir denn alle zusammenbleiben? Wir können ein Sterbgeräusch machen, wenn wir sterben. Wollen wir alle zusammenbleiben? Achso, doppelt brauchen wir. Gut. Was brauchen wir? Nummer 9 und Nummer 1 sind beide in der Hauptlobby. Ich bin bei Schlachtbus. Ich bleib mal bei 9 und 1. Wenn ich sterbe, ist es Matze. Ich bin nicht mal da. Und ich mach extra lauten. Doch, nee, Matze, ist klar. 9 und 1 sind beide bei mir. Nur zur Info. Bist du mal 8, ich seh dich doch. Kein Problem, 1. Bei mir auch. 9-1 ist da, ich bring grad Essen. Wer möchte? Niemand? Gut, gib ich's ab. Nummer 1 und 9 sind beide immer noch bei mir. Es könnte aber auch einen dritten Imposter geben. Nein, es gibt nur 2. Nein, gibt nur 2. Nein, es gibt einen inoffiziell nicht. Ja, stimmt, ein Poolmate sozusagen kann das machen. Wenn die ja, beiden das zusammen sind. Das ist der sogenannte dritte Imposter. Genau. Achso, das haben wir mal gespielt in der Grundschule. Da gibt's so Detektiv oder wie das Spiel heißt. Und da gibt's auch ein Fake, eine Fake-Bombe. Matze so findet eine Leiche. Matze? Nee, Matze. Ja, ich hab in der Schule gespielt. Ja. Und sprich, Matze. Eine Fake-Bombe. So. Sprich, oder du wirst von mir gewählt. Wen hab ich gefunden? Welche Nummer war das? Okay, also 1 oder 9, was sagt dein Gefühl mehr? Was ist stärker, Kirito? Ich glaube, das war. Sag wer, Matze. Glaub, die 9 sagt ihr, misstraust 5. Okay, du hast Nummer 9, du verrätst dich so oft. Weg. Ich habe keinen Bock auf dich. Wollen wir Kirito voten? Ich habe die 9 gewählt, anonym. Raus. Als ob. Raus mit dir, Anonymous. Anonymous. Omokus. Wenn es nicht die 9 ist, will ich die 5. Dann macht die 5 richtig sind geil IQ. Aber ja, ich denke. Wir berufen, besprechen. Und? Ja, die war's nicht. Wer kriegt die 9 raus? Nein, die war's. Du wirst es killen, oder? Nein. Du hast du raus. Okay, dann ist es wer 1 oder 5. 1 oder 5. Besprechung machen. Es gibt genug an Hochstapler. Ja, mach Besprechung, weil ich mach's mal bei Aufgaben. Bitte bleib bei mir. Einer muss bei mir bleiben. Wenn ich sterbe, ist es die 5. Ich bin bei der Munitionslager. Nee, wir machen Sterbegeräusch, wenn es die 5 ist. Ich hab meine Ahnung, wo ich bin. So ähnlich. Ey, da ist gerade jemand gestorben. Nein. Noch nicht. Das war jetzt meine Übung. So. Ich hab Besprechung gemacht. Gut. Okay, also 1 oder 5. Ich predige jetzt mal, dass Kirito und Matze unschuldig sind. Vielleicht, wenn sie jetzt beide Imposter sind, ist das blanke Ironie. Nein, also in den Poster haben wir rausgewählt. Die 3 waren Imposter, okay. Das weiß ich. Also das heißt, es gibt nur einer. Wenn Kirito und Matze einmal Imposter werden, das wäre echt blanke Ironie. Moment, die Frage ist. Eins erstmal. Wenn nicht, dann ist Kiritos Gefühl schlecht, dann weiß ich, wie ich in der nächsten Runde wählen werde. Ich kann keine Notfallbesprechung machen, Mario, dann musst du das machen. Mhm. Ich werde mal meine Schweine verbraten.
Kein Problem. Ace. Dieser Ace muss noch wählen. Nummer 5, wähle. Zack Ace. Das ist dieser Ace, der in unserer Gruppe ist. Zack Ace, bitte wählen. Er was bringt, okay. Dann ist es Matze, wenn es der andere nicht ist. Wieso? Wieso? Und? Nein. Er war okay. Gut, also. Wollen wir zusammenbleiben? Wir sind noch die Letzten. Wir sind die Letzten aus unserer Party. Wir sind die Letzten. Ganz easy. Es ist nur ein Imposter. Der muss 3 killen. Und so viel Zeit hat er nicht. Okay, Zack ist gerade Richtung Inselkontrolle. Dieser Ace ist in Richtung Inselkontrolle. Also wenn ich sterbe und meiner gegenkommt, dann wisst ihr, dass ich sterbe. Das ist, Einer kommt mir gerade entgegen. Wenn ich sterbe, ist Mario. Ich bin's Mario. Wenn ich sterbe, ist es Mario. Nee, wenn ich sterbe, ist Noel. Okay, aber Noel, wir gerade. Noel tut mir nicht, aber das heißt. Dann geht sich links killen können, das weißt du auch. Endlich. Oh, ich muss zum Büro runterlaufen. Okay, hier ist. Ich sehe den. Ich hab den Imposter gerade vor meiner Nase. Der hat Noel getötet. Und wer hat. Matze! Nein! Matze! Nein! Doch, du hast ihn vor meiner Nase getötet, du Hinterhältiger. Nein. Und nein. Okay, nur ich kann mir helfen. Eindeutig, Matze. Ich misstraue eigentlich die 4 und die 5. 8. Aber Matze zweimal in einer Runde hintereinander, also nicht hintereinander, aber in einer Folge, wäre jetzt schon wirklich. Weil du bist ja auch noch nicht ganz raus, Kirito. Moment. Wo ist das Mann? Was ist jetzt Imposter? Ich weiß es selber nicht. Alle, ja, wenn der Bananenmodus ist, dann könnte sie. Ich sag nur, ihr na gut, ihr habt noch eine Person, aber Matze muss nur noch einen töten. Ja, aber dieser Zack Ace, der ist nicht in der Party, aber ist unsere Gruppe. Aber sonst sind alle bei uns in der Party. Und der eine lacht sich immer noch schlapp, dieser. Wenn es nicht Kirito ist, dann ist es Matze. Dann würde ich Matze töten. Ihr seid Lappen. Ihr seid sowas von Lappen. Matze braucht 30 Sekunden, die Nachricht geht auf 25. Nein, er kann nämlich aber sabotieren. Er kann sabotieren, das dauert ein paar Sekunden davor. Er kann sabotieren. Das ist Mario. Der kann sabotieren. Okay, es ist Diffie. Matze, hast du noch ein letztes Wissen, bevor ich dich töte? Er kann Sabotage machen. Dann geht das nicht mehr. Ach, Mist. Meine ich doch. Renn! Mario, nicht stehen bleiben! Lauf! Ach, Jo, lauf! Ich lauf doch, sag jetzt, ist ein gerade Weg. D5, Die Aufgaben sind offline. Ihr müsst sie deaktivieren, dann könnt ihr wieder Besprechung machen, bevor die 30 Sekunden verstrichen sind. Deaktiviert das schnell, geh raus aus der Brücke, Mario! Ich halte Matze lieber auf. Na, dieser Sekkes wird doch sicherlich nicht die Aufgaben deaktivieren. Wo ist der gerade überhaupt? Nee, Matze, ich komme nicht zu dir. Wir sind jetzt ein bisschen mal. Warum? Komm doch her. Matze, du bist das. Komm her, Matze. Ich bin doch nicht blöde. Komm, wo ist dieser komm, Sekkes? trau dich. Wo ist überhaupt dieser Sekkes? Weiß es einer von euch? Er versucht, Aufgaben zu machen und jetzt verfolgt ihn Matze. Ja, Matze hat gewonnen. Oh, Matze! Ihr seid dümmer als die Polizei erlaubt seid. Ja, ich hab doch gesagt, ich hab nichts gesagt. Mario und Zack Ace und ja, ich sag deswegen ja auch, Mario ist dümmer als die Polizei, die man es erlauben konnte. Hey, wo soll ich jetzt dass Matze zweimal in einer Runde dran ist? Also sagen wir zweimal nach. Aber das Runden. War. Warum habst du eigentlich die Treppen, also mein Patenhaus gewinnt, hat nichts gemacht? Das war, was ich nicht kapiert habe. Das war halt wirklich ein Gefühl, auch gleichzeitig noch von mir. Das würdest du nur, dass das Bauchgefühl nicht immer will. Ja. Matze, du hast mir doppelte Rekordkutsche gegeben.
Und du hast ihn bis jetzt nicht arm. Er hat dich zweimal schon gekillt. Und du deswegen, hast ihn zweimal gekillt. Deswegen habe ich ja auch gesagt, dass Mario der größte Volllappen dieses Universums ist. Aber wenn ihr aus dem Haus gekommen hättet, auch du sein können, ja? Und damit sage ich euch, danke, dass ihr zugeschaut habt. Ich habe zweimal gewonnen. Mal schauen, was die nächste Folge wird. Und bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Ciao.